Liebe Gäste, herzlich willkommen hier im Empire Saal. Kurze Frage am Anfang: Versteht jemand mein Berndeutsch nicht so gut? Und soll ich einfach langsam, ich spreche ja sowieso schon langsam, noch langsamer, oder? Nein, ganz herzlich willkommen heute Abend hier bei unserem 40-jährigen Jubiläum. Es ist eine grosse Freude und Ehre, euch alle hier zu begrüßen. Wir haben ein spannendes Programm vor uns. Wir haben eben in dem Sinn geplant mit der ersten Rederunde, also kurze Begrüßungsrede und Grußworte zu starten. Und nachher geht es aber auch inhaltlich weiter. Wir denken, es ist aber auch wichtig, dass wir noch ein bisschen Content können bieten, weil letztlich geht es ja um spannende Aspekte, wie die Open-Source-Welt, die viele Jahre, wo Open-Source schon aktiv ist, Open-Source schon praktiziert wird, wie das dann letztlich weitergeht in Zukunft. Und das ist aber sehr wichtig, wir haben am Schluss noch ein Management-Summary oder ein Protokoll. Und da möchte ich ganz herzlich Patti Passler begrüßen. Sie ist schon sehr eifrig am Schreiben. Sie tut nämlich heute Abend die ganze Zeit dokumentieren, über was es heute Abend geht, und wird es uns am Schluss nachher nochmal sehr in irgendeinem prägnanten Wort, das man schon kennt aus vielen Sendungen, vorstellen. Genau. Also herzlich willkommen alle Gäste, alle Teilnehmenden. Freut mich sehr, dass ihr heute Abend da seid zu diesem tollen Anlass, den wir feiern können, 40 Jahre CH Open. Ich kann mich noch erinnern, ich bin selber vor x Jahren, als ich angefangen habe, bin ich in den Club reingekommen. Und das ist letztlich, ja, wenn man in so einen Verein reinkommt, immer ein Prozess, den man da ja macht. Und lernt man die ersten Köpfe kennen. Und dann irgendwann ist man da bei einem Fest und dann hat man die ersten Jubiläum. Ich weiss nicht, das 25-Jahre-Jubiläum ist damals, hat man das diskutiert. Und jetzt sind wir quasi bei 40 Jahren. Also von dem her unglaublich. Und ich bin immer noch, stehe immer noch unter den Lebungen. Genau. Ja, wenn ich zurückgeschaut habe, wir haben mich ein bisschen vorbereitet für den heutigen Abend natürlich, habe ich geschaut, ja, was gibt es alles für Geschichten, die man erzählen kann von CH Open, die ich selber eben miterlebt habe. Ich muss gestehen, ich bin nur wenig älter als der Verein selber, ich bin 42, also von dem her knapp, ich bin noch nicht ganz vom ersten Gründungsschritt dabei gewesen, aber jetzt doch schon seit rund eben 15, 16 Jahren dabei. Und darum habe ich gedacht, es ist eben wichtig, vielleicht noch mal ein bisschen zurückzuschauen. Auch in meinen Tausenden von Fotos, die wir hier sammeln, habe ich entsprechend ein bisschen gesucht und ein paar Bilder gefunden. Und da möchte ich euch jetzt einfach ein paar Bilder zeigen. Zwar habe ich da mal ausgegraben, das war 2003, also war 2002 gewesen, ich weiß gar nicht mehr genau. Es war jedenfalls gewesen, dann, wo wir angefangen haben mit dieser Open-Source-Geschichte in der Schweiz, wo wir quasi erst Open Source Event in der Schweiz angefangen zu planen. Das war in der Uni gewesen. Vielleicht kennt ihr noch die ein oder anderen Köpfe. Weil ich kann mir vorstellen, ein paar von den wahrscheinlich meistens älteren Herren sind ja heute Abend hier anwesend. Man sieht zum Beispiel da Michael Moser. Ist er schon da oder kommt er noch? Von der Firma Adfinis, genau, der war schon dann dabei gewesen. Oder der Friedemann Bürgel, der ist glaube ich zwar nicht da, aber einfach so Leute, die heute immer noch in der IT-Szene rumgeistern und inklusive eben ich selber noch ein bisschen jünger war damals, da haben wir das erste Open-Source-Event Let's Open the Source, LOTS haben wir dann gegründet und so bin ich übrigens auch zu CH Open gekommen. Ich bin rekrutiert worden, weil ich dann so viel Aktivismus hat gezeigt, da ist nicht gedacht. Ja, sind es viele? Genau, man muss vielleicht noch wissen, der Marcel Bernet, für ihn habe ich auch eine Folie, extra für dich, Marcel. Alle Fotos von dir, die ich gefunden habe, habe ich drauf da. Du bist nämlich einer der langjährigen Präsidenten von CH Open, glaube ich. Nach dem Joe Ammann habe ich angefangen und dann war der Marcel nämlich der Präsident gewesen. Und ich als armer Student habe dann jeweils dürfen mich von der reichen CH Open zum Nacht einladen und ich bin da relativ unbescheiden, habe ich mir drin zu viel genommen. Das ist wahrscheinlich das, was er wollte.
Genau. Also ihr seht, jeder ist bestechlich. Aber der Marcel hat das super gemacht. Er hat mir da sehr viele Freiheiten gegeben und wir haben wirklich tolle Anlässe können machen. Unter anderem haben wir es dann noch ein bisschen professioneller organisiert mit der Open Expo. Ups. Mit der Open Expo haben wir Open Source Events weitergemacht. Damals noch in der Expo Halle. In diesen, auch ein bisschen handglitzert, aber immer noch doch einiges besser als bei den LOTS. Und von dem her hat man dort wirklich immer wieder unglaublich coole Begegnungen gehabt mit vielen Leuten und wirklich sehr dankbar für die Zeit, die ich hier verbringen konnte. Unter anderem habe ich dank CA Open haben wir die Forschungsstelle Digitale Nachhaltigkeit gründen, die acht Jahre, eigentlich seit neun Jahren Uni Bern auch weiterhin existiert. Und mit meinem Wechsel letztes Jahr an die Berner Fachhochschule hat das in dem Sinn, geht es so weiter mit Open Source. Und wir freuen uns eben da in diesem Zusammenhang, dass auch ganz viele Leute von meinem neuen Institut da sind und eben gerade viele Open Source Fans so weiterhin aktiv sind. Ja, eine Person möchte ich betonen, habe ich kennengelernt eben 2018. Wir haben dann unsere Open Source Studie präsentiert. Die ist dann sogar noch im 10 vor 10 erwähnt worden. Und haben dann wirklich Sichtbarkeit schaffen. Einmal mehr, ihr findet draussen übrigens die Open Source Studie 2021. Das ist einfach so alle drei Jahre, da müssen wir mal fragen, wie viel Open Source wird da gebraucht in der Schweiz. Was läuft da aktuell? Und da ist eben unter anderem, also Simon Schlauri sieht man da, genau, der ist auch heute Abend wieder da, schön, Vorstandsmitglieder. Herzlich willkommen. Und man sieht eben da ganz hinten, ein bisschen versteckt, ist nämlich der Markus Zeide gewesen, schon damals, ist er dazugekommen, einfach so als Zuhörer im Publikum gehockt und wir haben uns im Apero austauscht und das war wirklich super gewesen, weil er hat sich dann Gliederfaber sehr engagiert und ist da eingestiegen in die Open Source, die Open Community. Von dem her freut es mich, dass du jetzt das Wort übernimmst. Vielleicht, ich tue die weiteren Speaker die gleich einführen, aber jetzt an dieser Stelle ganz herzlich willkommen, Markus. Du darfst als nächstes ein paar Worte sagen, wie es jetzt weitergeht und was wir gerade dran sind. Ja, ganz lieben Dank, Matthias, auch für die Herausstellung unserer ersten Begegnung 2018. Das Ganze ist jetzt im Prinzip nur 4 Jahre her. Hört ihr mich alle gut? Hört mich gut. Für die mich nicht kennen, mein Name ist Markus Tiede. Ich muss gestehen, ich kann noch nicht jedes Gesicht, was ich heute sehe, zuordnen. Ich hoffe, dass sich das in Zukunft ändert. Ich bin in Anführungszeichen klassischer Softwareentwickler, habe bei der Basler Versicherung bislang geschafft, 7 Jahre lang in der Schweiz. In dem Zusammenhang haben Matthias und ich uns kennengelernt. Und wir haben bei der Basler einiges bewegt im Bereich Open Source, haben da Guidelines rausgegeben, dass sie Engineers bei uns im Unternehmen mit Open Source Software schaffen können, Projekten mitarbeiten können. Wir haben da ungefähr 250 Stück, die das tagtäglich machen. Und ich bin auch sehr froh, dass du mich dann sukzessiv in den Vorstand erst berufen hast und wir dann jetzt seit, ich glaube, 2 Jahren das Präsidium auch leiten vom Verein. Vielen Dank für das Vertrauen und für die Möglichkeit. Ich darf jetzt, glaube ich, ein bisschen Ausblick geben, wo wir aktuell mit dem Verein stehen, was wir dieses Jahr noch vorhaben und was wir ansonsten eigentlich an einem fantastischen Blumenstrauß, glaube ich, aufgebaut haben an Aktivitäten, Programmen, Highlights innerhalb des Jahres, die jetzt schon eigentlich einen festen Pfeiler und Bestandteil in der Jahresplanung eines jeden schon wie darstellen. Wir haben kurz einen Auszug hier bei uns von der Webseite. Die Webseite kennt ihr alle, ich brauche in dem Rahmen nicht vorzustellen, welche das ist. Wir haben 3 leichtgewichtige Events, die, wer auch immer interessiert ist, auch einfach zukommen kann und auch selber durchführen kann, fragen kann, ob wir bei euch was in dem Rahmen durchführen können. Und zwar was zum Morgen, zum Mittag und zum Abend. Das Café ist unser morgendliches Format, wo es einen Kaffee gibt. Dann den Lunch zum Mittag und den Apero am Abend. Also sind wir auch immer wieder sehr froh, wenn wir Mitglieder von uns finden, die sagen, hey, komm, lass uns das bei uns durchführen, wir haben spannende Themen oder wir haben eine gute Location, um das aufzugleisen. Das sind so ganz leichtgewichtige Formate, ihr kennt sie alle. Dann haben wir
ich sagte schon, wie eine ganze Reihe von Eckpfeilern, die wir mittlerweile in der Schweiz haben etablieren können, in Form von verschiedensten Eventformaten, ein- oder mehrtägige Eventformate. Die DINACON, Konferenz für digitale Nachhaltigkeit, auch da bin ich jetzt seit einiger Zeit im OKA mit dabei. Wir haben, glaube ich, gleich noch einen separaten Slide dafür. Vielleicht schon als kurzer Teaser, es gibt dieses Jahr doch eine DINACON Kompakt, auch hier in Bern, das hat sich kurzfristig noch ergeben. Wir haben den Open Education Day, die Workshop-Tage, so als Event, als Events, die wir machen. Und davon losgelöst eben eine Reihe von Aktivitäten, die wir versuchen, als Plattformdienstleistungen zu etablieren. Das Open Source Directory haben wir gleich noch einen kleinen Trailer zu. PALDIGI als einfach super Joint Venture zwischen Politik und den Engineers, die in der Schweiz was bewegen wollen. Big Blue Button, irgendwie so aus der Not heraus geboren, innerhalb der Pandemiezeit, glaube ich, super praktisch. Mittlerweile über 3000 Anwender in der Schweiz, die da die Plattform frei nutzen können für jegliche Zwecke. Und last but not least, eine offene Alternative und Vorstudien, die wir tätigen im Bereich vom Open Education Server. Jetzt wird es wahrscheinlich viel zu weit gehen, einzelne Dinge daraus zu betonen. Und das soll es einfach mal als Überblick von dem jetzigen Blumenstrauß sein. Ihr wisst, es gibt hier und da noch andere Dinge, die wir tun. Und wir haben auch im Zuge der Vorbereitung für den heutigen Tag euch ja alle nochmal angeschrieben, der wollte, und haben gesagt, hey, wir bringen nochmal eine eigene Broschüre raus zum Verein. Und bringen nicht nur eine Broschüre raus, sondern wir haben uns sogar getraut, uns vor die Kamera zu stellen und ein bisschen Promotion zu machen und das einfach mal so mit so ein paar Statements zu betonen, was wir und warum wir uns auch im Vorstand engagieren. Also verschiedenste Leute sind da aus dem Vorstand mit dabei. Und ich glaube, ich kann jetzt, der Ton ist soweit aufgesetzt, das Video sogar abspielen. Ich würde vorschlagen, wir schauen uns das einfach mal ganz kurz an. Ich glaube, den Silent Launch habe ich gestern auf YouTube gemacht, aber es sollte jetzt eigentlich klappen. CA Open ist ein Verein, der 1982 gegründet wurde und jetzt mit über 300 Mitgliedern Open Source Software in der Schweiz fördert. Bei der CA Open kommen die verschiedenen Schweizer Communities zusammen. Gemeinsam machen wir Open Source sichtbar. Zum Beispiel organisieren wir auch Events wie den Business Lunch oder den Business Apero in Zürich oder Bern. Voilà, nous le savons tous. L'informatique, la numérisation de la société est en marche depuis fort longtemps. Elle est partout dans nos vies, de plus en plus, y compris bientôt dans nos appareils avec l'Internet des objets. Il faut absolument que ce développement puisse se faire avec une maîtrise de ces technologies. Et le meilleur moyen de le faire, c'est d'utiliser des solutions open source. C'est pourquoi je m'engage au sein de CH Open, en particulier en soutien à la démarche PALDIGI, pour favoriser les conditions cadres qui permettent ce développement d'une informatique plus durable. Wir von Adfinis sind schon seit über 20 Jahren Mitglied bei CH Open. Wir setzen uns sehr stark für die Community ein und glauben an die Innovationskraft, die Open Source Community und das gemeinsame Entwickeln mit sich bringt. CH Open verbindet Menschen und Organisationen und bringt zusammen das wichtige Thema wie Open Source, Open Data, Open Communities weiter. Wir bei CA Open haben die perfekte Schnittmenge zwischen Technologie, Menschen und neuen Ideen. Ein gutes Beispiel dafür ist die DINACON, die Konferenz für digitale Nachhaltigkeit, die wir nunmehr seit 5 Jahren regelmäßig hier in Bern durchführen. Sehr gut, ihr seht das schon, wir sind die geborenen Rockstars im Fernsehen. Es bot sich einfach an. Also auf der Webversion werdet ihr sehen, ist das im Intro eingebunden, das Video einfach als Darstellung. Nicht wundern auf YouTube, wenn ich das hätte aufrufen können. Gibt es auch mit Untertiteln, weil mir ging es zuerst so, dass ich zumindest im französischsprachigen Teil komplett abgehängt war. Also auf YouTube findet ihr das Ganze auch mit Untertiteln. Und ist, glaube ich, schön authentisch entstanden. An einem Nachmittag gedreht, ein bisschen mit Überfall. Und ja, gibt dem Ganzen auch ein bisschen ein Gesicht. Das ist also wirklich, glaube ich, sehr schön, dass wir das rausgebracht haben. Zusätzlich dazu eben noch, ich glaube, wir haben es auch überall ausliegen, Nathalie hat es überall verteilt, das eigentliche Porträt, ich habe sogar hier vorne, nehmt euch eins mit, da seid ihr drin, wenn ihr gesponsert habt oder ansonsten zumindest eure Ideen und Ideologien und macht ein bisschen Werbung für den Verein. Dann, kurzfristig, ich habe schon kurz angeteasert, dieses Jahr findet doch eine DINACON statt, eine DINACON Kompakt. DINACON Kompakt heißt,
Wir verleihen dieses Jahr keine Awards aufgrund der Kurzfristigkeit. Die Kurzfristigkeit hat ein bisschen was damit zu tun, dass wir in der Pandemie ein bisschen schlechte Erfahrungen mit der Durchführung von Großevents gesammelt haben und dann eigentlich gesagt haben, dieses Jahr wollen wir das nicht machen. Jetzt haben sich auch verschiedene Dinge ergeben, studentische Unterstützung. Und wir machen es dennoch einen Nachmittag im Progre, 23. November, vormerken. Ich weiß gar nicht, ob wir das, Nathalie, ob wir das Programm schon online haben. Weil eigentlich haben wir gestern das Programm in Abständen finalisiert und haben zumindest einen Keynote-Speaker schon fix und ansonsten eine Reihe von spannenden Sessions und Inputs. Und es wird sogar sehr wahrscheinlich so sein, dass wir für einen ganz kleinen Unkostenbeitrag nur die Teilnahme ermöglichen können. Ansonsten war es so, dass wir die DinaCon ja schon relativ hochpreisig in einem für einen Tag angesiedelt hatten und wir denken jetzt entweder 20 oder 30 Franken für die Teilnahme. Es kann also wirklich jeder kommen. Im Plenum haben ungefähr 250 Leute Platz. Es wäre schön, wenn wir dann an einem bestimmten Zeitpunkt sagen, jetzt geht's los, kommt alle mal wieder zu DinaCon Kompakt und wir machen einen Nachmittag digitale Nachhaltigkeit. Last but not least machen wir nicht nur Events, sondern ab und zu auch mal probieren wir mal neue Dinge aus. Nicola, ganz lieben Dank für die Chance und die Zusammenarbeit bei der Vorbereitung dieser Kampagne. Wir haben nämlich gesagt, wir wollen mal, und das ist schon 2 Jahre her, wir wollen mal neue Formate ausprobieren und ein Crowdfunding lancieren über WeMakeIt für ein tolles Projekt und eine Erweiterung für LibreOffice. Es geht dabei darum, Präsentationen anreichern zu können, nicht nur mit textuellen schriftlichen Kommentaren, sondern mit Audiokommentaren. Dafür sammeln wir jetzt bis zu 50.000 Franken ein für die Gesamtimplementierung. Also auch Cross-Plattform für verschiedene Plattformen. Es gibt verschiedene Pakete, die wir geschnürt haben, die kleinsten Pakete. Ich glaube, mindestens müssen wir 16.000 an Funding erreichen. Haben mit der Document Foundation Kontakt aufgenommen. Das Ganze ist heute gestartet. Wir haben schon 3 Supporter. Ich glaube, wir haben überall auch die Flyer ausliegen. Scannt doch den QR-Code, teilt ein bisschen die Aktion und die Idee. Wir von CR Open verdienen nichts daran. Das ist ein Learning für uns, wir lancieren das mal und schauen mal, was wir da an Feedback jetzt in der Community generieren können. Wir haben nur 45 Tage Zeit oder ich glaube jetzt noch 44 Tage und 12 Stunden. Also, besucht die Seite, unterstützt das Projekt, heute gestartet. Dann, last but not least, ich möchte euch jetzt nicht noch zu lange langweilen, ich glaube, wir sind schon aus dem Zeitplan rausgelaufen, egal, ist Open Source Directory, bekommt zurzeit einen Relaunch. Mitunter ist es nicht ganz einfach zu erläutern, wofür das Open Source Directory gedacht ist, wie hier verschiedene Stakeholder und Zielgruppen es zusammenführen soll. Es gibt seit kurzem ein Video dazu, ich glaube seit letzter Woche. Ich glaube, ich kriege jetzt auch hin, das zu starten. Wir schauen mal, ich klicke mal hier auf Weiter und hier auf Zurück. Das Open Source Universum ist riesig und von außen kaum zu durchschauen. Das OSS Directory schafft den Überblick, denn es ist nicht nur ein Anbieterverzeichnis, sondern ein Netzwerk der wichtigsten Themen rund um Open Source Software. Es zeigt, wie im Open Source Universum die Softwareprodukte, Anbieter, Nutzer, Success Stories und viele weitere Elemente miteinander verbunden sind. Du findest also nicht nur Produkte und Dienstleistungen von kompetenten Anbietern, sondern Zusammenhänge zwischen den Elementen im Open Source Universum. So kommst du schnell an alle relevanten Informationen. Wenn du beispielsweise ein neues Open-Source-CMS suchst, ist das OSS Directory der richtige Ort. Du findest die unterschiedlichen CMS-Produkte und kannst sehen, welche Firma für welche Kunden eine Lösung implementiert hat. Die Implementierung eines Open-Source-Produkts ist in den Success Stories dokumentiert. Wie war die Ausgangslage? Was war das Ziel? Und wie wurde es erreicht? Welche Herausforderungen traten auf und wie wurden diese gelöst? Auf dem neuesten Stand bleibst du mit den Top-News oder durch den Newsfeed mit Infos über zahlreiche Open-Source-Projekte. Falls du es genauer wissen willst, findest du fachspezifisches Open-Source-Know-how in Fachbeiträgen, Publikationen und Forschungspapers. Lasse dich vom Wirken der Open-Source-Communities inspirieren und starte deine eigene Reise zu Events oder mit einem neuen Job, bei dem du deine Open-Source-Skills anwenden kannst. So findest du im OSS Directory die gesuchten Informationen zu deinen Fragen rund um Open-Source-Software. Und du kannst selber neue Newsbeiträge erstellen, Open-Source-Produkte erfassen und Success-Stories schreiben und so Klarheit in das Open-Source-Universum bringen. Probiere es aus auf www.ossdirectory.com. Sehr gut, das waren so ein bisschen die Inputs von meiner Seite, was wir zurzeit tun, was wir in letzter Zeit getan haben, was wir in naher Zukunft im November, 23. November, mit der DinaCon als nächstes Event wieder durchführen wollen.
bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, für Ihre Aufmerksamkeit und gebe, glaube ich, das Wort zurück an Matthias. Vielen Dank, Markus, für den Überblick. Das war super. Ihr seht, also es läuft auch nach 40 Jahren einiges bei CA Open. Schön, dass ihr dabei seid und heute Abend hier seid.